willkommen zu einer neuen Folge von dem Ritter mit der Schaufel, dem Shovel Knight. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Polar Knight, um meine Rache und so, ne? Da war was. Irgendwas war da. Weiß auch nicht was. Und Moment, da rechts geht's noch rein. Glück gehabt. Gut, dass ich fliegen kann. Sonst wäre das voll ins Auge gegangen. Kann ich eigentlich in der Luft springen? Nein. Nee. Komm schon. Ich kann nicht in der Luft springen. Interessant. Gut, ist das interessant. Gut zu wissen, auf jeden Fall, bevor ich das nachher irgendwie versuche. Ja. Was haben wir da unten? Da rechts geht's nicht weiter in die Wand. Aber da unten ist so ein Viech. Den kriege ich doch bestimmt so, oder? Ja, klar. Ach, Moment, ich komme da jetzt gar nicht mehr hoch. Okay. Ja, der schon wieder. Den habe ich doch schon besiegt. Das ist ja gemein. Und vielleicht sollte ich das Fliegen wieder auswählen. So bei genauer Betrachtung. Ja? Nein! Nicht mich in den Abgrund werfen. Wenn es was gibt, was ich gar nicht leiden kann, dann das. Ah! Jetzt habt ihr mich da runtergeschmissen. Schämt euch. Jetzt muss ich wieder da hoch. Also ehrlich, bitte. Liebe Gegner, so geht das nicht. Na weg. Ja! Ah! Oh, sag mal. Ich hab den doch schon besiegt. Warum kommt der wieder? Doch nicht. Jetzt aber, komm, letzter Versuch. Sobald das Vieh erscheint, ja, da ist auch schon wieder da. Einfach kurz warten. Dann fliegen. So. Wozu kann ich's denn? Fliegen. Ja. Ach, da oben wäre auch noch ein Block gewesen, den ich hätte zerstören können, um runterzukommen. Na egal, so geht's auch. Warte mal. Ah, gut. Das trifft den genau. Und wie komme ich jetzt da hoch, bitte? Ach so, über den Gegner, natürlich. Ah, kommt er wieder? Ja. Leider kommen beide wieder. Ey! Ey! Naja, zweimal drauf, dann bin ich aufgeladen. Und dann habe ich ihn auch schon. Oh, da kann ich angeln. Was war das denn? Warum was? Warum ist der wieder weg? Okay, hier gibt es nichts. Ist das blöd? Warum habe ich den Fisch nicht komplett hochgezogen? Na gut, was soll's. Dann hätte ich hier noch den da. Ui. Ich dachte gerade, ich werfe den mit einem Anker ab. Aber so viel dazu. Ah, eine Bombe. Ui, wie komme ich da jetzt drüber? Muss ich da fliegen? Ich weiß es nicht. Ach nö, geht auch so. Ah, was kommt da runter? Was ist das denn? Okay. Nein, das funktioniert nicht. Schön, liebes Spiel, dass du mir das auch mal vorher gesagt hast. Ja. Dreht sich ja um. Ah. Aber ich habe schon Fliegen ausgewählt. Ja, ja. Für alle Fälle. Ey, nein. Ach, egal. Wollten wir eh nochmal das Geld da drüben holen. Sag mal. So, so ist besser. Genau. So.
Nein! Oh, fast auf die Stacheln. Ach komm. Jetzt hier ganz, ganz klassisch. Rüberspringen, warten. Springen, warten. Springen und springen. Was machen die denn da? Warum erinnern die mich an Zelda? Gut zu wissen, dass sie mit sowas ganz einfach kaputt gehen. Aber leider falle ich halt auch wieder runter. Ich hoffe mal, die beiden sind jetzt weg, nachdem ich besiegt habe, und die kommen nicht wieder. Der hier unten kam ja nicht wieder. Die sind natürlich wieder da. Dieser Rückstoß! Nein! Haben wir ein Schild? Achso, ja, die haben ein Schild, das habe ich vorher schon gesehen, aber... Gut, dadurch kann ich natürlich dann keinen Schaden machen. Von oben auch nicht! Was? Wie gemein! Gut, dann mache ich das hier auf klassische Art. So, nein, so, nein, so. Ja, so. So geht das, ohne runterzufallen. Was haben wir denn hier? Was tragen die? Ist das, soll das Drachen sein? Oder tragen die einen Apfel oder so im Mund? Keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier oben lang. Wow. Okay. Von oben kann ich denen keinen Schaden machen. Ja! Mein. Oh, komm schon! Blöde Bombe, ey! So, ich bin jetzt gierig. Ich will wissen, was es hier gibt. Nichts. Oh, yay. Ein bisschen Geld. Das lohnt sich nicht. Aber... Das da drüben sah so aus, als hätte ich vielleicht die Wand zerstören können. Na, klasse. Ah, hab ich dich. Stirb, du! Was? Boah. Was war das denn? Hä? Und wie soll ich da jetzt hochkommen, bitte? Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht ganz. Kann ich die abbauen, oder was? Dann sehe ich nicht ganz den Sinn dahinter, hinter diesen Teilen. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Und was haben wir denn hier, bitte? Keine Ahnung. Und ich hätte gerne wieder fliegen. Wie viel Mana kostet das denn? 4. Und ich hatte nämlich nur noch 7 Mana. Das reicht noch für 2 Feuerbälle. Und einen brauche ich nur für so einen Gegner. Ach nö, das reicht ja gerade nicht für 2. Ah, Mann. Blöde Bombe, ey. Und ich glaube, da links oben geht's auch hinter der Wand weiter. Aber um da hinzukommen, brauche ich etwas Mana. Was ist das hier? Hä? Aha. Okay. Okay. Hier ist Mana. Er sagt's denn. Geht doch. Aber hoch komme ich damit. Ja, doch. Ich komme damit. Oder? Na. Ah. Ach, Menü. Ne, damit komme ich nicht mehr hoch. Das heißt, hier komme ich leider auch nicht mehr zurück. Es sei denn, ich sterbe. Yep. Das Geld fliegt ja so hoch, dass ich es wieder kriege. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt nämlich wieder hier bin, dann habe ich mein volles Mana. Und ich kann auch mal hier rüber. Ups.
das war irgendwie blöd. Was? Da habe ich zu spät gedrückt. Nein. Was ich natürlich will, ist da nach links rübergehen. Ups. Dahin. Okay, so geht das nicht. Aber so geht das. Komm nochmal her. Da hätte ich gar nicht fliegen müssen. Ich hätte einfach nur den Gegner hier unten am Leben lassen müssen. Wie simpel. So, was haben wir hier? Eine Kiste. Da ist bestimmt ein Kistchen drin, oder? Eine Bombe. Nein, danke. Und gegen dich hilft, glaube ich, Feuer. Ganz gut. Ja. Habe ich nicht. Fliegen bitte. Sicher ist sicher hier unten. Vor allem auf dem Eis, wenn ich so rutsche. Ah, guck mal. Das hätte ich. Warte, geht's hier auf? Kein Christian. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Naja, was soll's. Ich hab's gefunden. Etwas Geld. Wahrscheinlich nicht ganz so viel, wie ich durch den unnötigen Tod verloren habe. Aber immerhin habe ich eure und meine Neugier befriedigt. Und ich finde, das ist ja auch schon was wert. So, dann will ich aber wieder runter. Runter, habe ich gesagt. Ich sagte runter. Dort gibt es Mana. So, bin ich wieder hier. Hab leider ein bisschen weniger Geld als vorher. Das hat nicht ganz so geklappt wie geplant. Aber wie komme ich da hoch? Hm. Wahrscheinlich so, ne? Dann schätze ich mal, muss ich oben drauf. Und höllisch drauf aufpassen, nicht in dem seine Schüsse reinzufliegen. Das sage ich doch. Ach du blöde Bombe, ey. Ist doch doof. Ich krieg das Teil hier hoch, ne? Ja. Nein. Genau so. Ja, so funktioniert das. Hui. Dann mal wieder runter. Was? Nein. Nein, nein, nein. Das wäre gut gewesen. Warum habe ich das Fliegen abgebrochen? Nein. So knapp. Gut, immerhin brauche ich hier das Mana nicht mehr. Und interessant, ich kann davon auch abspringen. Aber damit komme ich leider nicht nach oben, sondern nur nach unten. Gut, komme ich da denn nicht auch hoch? Mal so unter uns. Klappt es nicht? Schade. So, hier bin ich erstmal sicher und kann kurz pausieren. Kann ich hier speichern? Nein. Schade. Ah je. So, was muss ich jetzt hier genau machen? Ich will da rüber. Ich werfe da nochmal einen Blick hin. Ne, warte mal, das kann ich doch noch besser machen. Ich kann doch einfach hier hin. So, dann zeig mal, was es hier gibt. Da sehe ich leider auch nicht hin. Ich traue mich allerdings gerade nicht, da nach links auf die linke Seite zu springen. Ach, ich bin da in Deckung hinten dran. Wie gut. Haha, du triffst mich nicht. Aber ich treffe dich. Naja, okay, so ein bisschen. Wie kriege ich dich? Vielleicht mit so einem?
Ach, ich kann das einfach so machen. Gut. Und das kleine Popelgeld da oben ist mir jetzt auch egal. Fliegen bitte. Die Speere, die da runterfallen, tun mir jetzt aber nicht weh, oder? Das wäre ja ätzend. Wie krieg ich dich denn? Vielleicht damit? Ey, ich will den Anker werfen. Das geht nicht aus der Leiter heraus. Dann damit. Da reicht sogar ein einziger aus. Yay! Oh, oh, oh! Zweimal. Gute Intuition. Da hatte ich eine sehr gute Intuition. Hopp. Das war knapp. Ich möchte natürlich hier hin. Okay, so wird das nix. Aber ich kann hier hin. Und das da machen, genau. Ist das hier unter mir ein Abgrund? Ja, ne? Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, mit dem. Keine weiteren Fragen. Komm her, komm her. Ach, deswegen auch die Blöcke über den Abgründen. Damit ich mir da selber quasi eine Falle baue. Verstehe. Aber nein, Spiel, darauf falle ich nicht herein. Nein! Ja, so viel dazu. So, was gibt's denn? Ja! Nix. Da oben ist nix. Gar nix. Gar nix ist da. Nischt. Moment, sehe ich das richtig? Direkt unter ihm und hier auf der Leiter bin ich sicher. Ja. Oh, dann machen wir erstmal hier frei. Ah, eine Bombe. Ach, diese Bomben sind so gemein. Geh mal aus dem Weg, du Schuft. Dich mag keiner. Niemand mag dich. Holy moly, was ist das denn? Okay. Ich sehe, ich muss die Teile runterwerfen, bevor ich rübergehe, denn von unten komme ich da nicht mehr hin, also von hier aus. Und hier ist Christian, auf dem Dorf unterwegs, ich habe die besten Angebote, du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe, mal sehen. Klar, ein Kriegshorn, mit einem Tuten mache ich um mich herum Platz, das klingt doch gut, ich habe gerade eh viel Geld. Eine wahre Kakophonie. Das, boah, 20 Mana kostet das. Na, lohnt sich die Investition? Cooles Relikt, weißt du? Ich vermisse es schon jetzt. Das werden wir gleich sehen. Wow! Okay. Interessant, es kostet sau viel Mana. Aber es macht gut Schaden, wenn auch in einem leider relativ kleinen Preis, dafür, dass es 20 Mana kostet. Ich glaube, das ist kein allzu guter Deal. Ah, wie kriege ich dich jetzt? Damit, ne? Oder einfach... Hey! 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 Haha. Ah, ich kann auch den hier. Das vergesse ich irgendwie immer, weil ich ihn so selten benutze. Aber ich kann natürlich auch den hier machen, ne? Shovel Knight, was kannst du eigentlich? Hüpft auf andere drauf und kriegt davon selber Schaden, ey. Er sollte mal Super Mario spielen, dann lernt er, wie das funktioniert. Nein! Das kostet 6 Mana. Ups. Na, was soll's. Na, auch gut. Auch eine gute Kombo. Ah, nein. Nein, 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 nein. Och, verdammt. Wisst ihr was? Ich trinke so ein Teil. Dann kann ich nämlich den da drüben wirklich ausschalten.
und da komischerweise Angeln Mana kostet. Wer weiß, was die sich dabei gedacht haben. Brauche ich auch hier Mana. Ein Fisch für 350 Gold. Und außerdem kann ich... Ach komm schon, ach komm schon. Das war eine Falle. Das sah so aus, als würde das gehen. Das ist ja eine fiese Falle. Wie gemein ist das denn, bitte? Wie gemein ist das denn? Ach ja, wisst ihr was? Die Folge ist eh schon wieder voll. Zu Ende. 20 Minuten lang. Und ich würde sagen, ich laufe da jetzt gemütlicher mal hin. Und an dieser Stelle dort geht's dann gleich weiter. Tschüss, du blöder Ritter, ich mag dich nicht. Achso, ich bin ja schon wieder hier. Alles klar, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.